So, ich habe meine Wäsche aufgehängt. Das Solarpanel liegt da. Ich bin schon seit 2 Stunden hier. Ich habe hier guten Empfang. Auf der Autobahn nebenan ist gerade Stau. Und ich habe jetzt gleich nochmal Unterricht. Ich habe ein Video hochgeladen und lade gerade noch 2 Videos hoch. Und habe 3 Präsentationen fertig vorbereitet. Und ja, ansonsten, ich habe jetzt nur noch hinter der Kofferraumklappe Schatten. Aber ja, es geht ein ganz leichter Wind, deswegen ist es gut auszuhalten, weil alle Türen offen sind. Und mich hat vorher ein Hund besucht, der wohl hier in der Nähe wohnt. Wuff, 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 wuff. Ja, nee, ich bin keine Gefahr. Ich arbeite hier nur. Ich bin digitale Nomadin. Ich habe es ihm auch nochmal auf Französisch gesagt. Also wie wohl ich mich hier fühle, seht ihr daran, dass ich über die Straße gegangen bin und auf der anderen Seite im Schatten stehe. Das ist möglich, wenn man keine M-Punkt-Punkt in der Nähe hat. Also hier ist einfach niemand. Und der Hund ist auch nicht nochmal gekommen. Also der hat halt einmal sein Revier abgesteckt und abgesichert, dass ich nicht gefährlich bin. Und dann hat er sich verzupft. Ich habe ihm ja auch ganz deutlich auf Deutsch und auf Französisch erklärt, für den Fall, dass er Deutsch spricht oder lernt, hat er jetzt mal was dazugelernt, dass ich wirklich keine Gefahr bin, sondern eben nur digitale Nomadin bin. Ja, und ich muss gleich die 3. Reihe Wäsche aufhängen. Ich glaube, die Handtücher brauchen immer 10-15 Minuten länger als das andere Zeug. So, ich bin bei 60 bis 80. Ich habe das MacBook kaum benutzt. Ich habe noch nichts editiert. Ich habe nur 2 Stunden Unterricht gegeben und 1 von 2 Nacktvideos hat schon hochgeladen. Also, tja, und jetzt ist es halt auch ein bisschen bewölkt. Aber ich hoffe, das gibt sich wieder. Das war ein Rettungswagen. Es wird doch nicht mit dem Besitzer von dem Hund was sein. Weil der Hund hat an einigen Stellen irgendwie so Probleme mit dem Fell. Kann aber einfach auch schlechte Haltung sein. Also der sieht so ein bisschen aus, als würde er sein Winterfell verlieren. Das ist natürlich Quatsch beim Hund. Vernachlässigter Hund. Es gibt 2 Dinge, die wirklich cool sind an Äpfeln. Das eine ist, man kann sie mit Brie essen oder mit jedem anderen Käse. Das andere ist, man kann sie auch nach mehreren Wochen noch essen. Sie sind zwar dann schrumpelig, aber noch essbar. So, 16.33 Uhr. Zwischen 60 und 80. Ja, es war ja jetzt auch die ganze Zeit bewölkt. Und die sind aber noch trocken geworden. Und das hier? Das ist das Schwierigste. Das hätte ich eigentlich am Anfang raushängen müssen. Das muss noch drinnen ein bisschen hängen. Naja, und jetzt fahre ich zur Schildkröte, weil, ja, uff, ich bin ein bisschen K.O. Und ich denke, wenn die Sonne noch mal ein bisschen rauskommt, dann ist es ganz gut, wenn ich im Schatten bin. Ja. So, also 32,5 Grad, sagt er gerade. Und ich fahre jetzt 5 Kilometer
Nee, 13. 13 Kilometer. Zu dem Parkplatz. Ich habe gerade neben dieser Kirche einen Brunnen mit Trinkwasser gesehen. Und dann hier auch noch eine Toilette. Jetzt dachte ich mir, okay, dann hole ich mir hier das Wasser. Weil dann kann ich nämlich tatsächlich bei der Schildkröte parken. Weil der diese Quelle da ist ein bisschen näher an dem, also viel näher an dem anderen Parkplatz, der ganz woanders ist im Wald. Und bei der Schildkröte ist es nämlich ruhiger. Es geht zu langsam. Da kommt nicht viel. Also eine Dreiviertelflasche habe ich Geduld gehabt und jetzt fahre ich doch dahin, wo ich geplant habe. Ich glaube, da muss ich nicht mal absperren. Ich bin ja direkt da beim Auto. Das ist hier kein Ort, touristischer Ort oder so, wo man irgendwie Angst haben muss, dass da gleich einer aus dem Gebüsch springt und was klaut. Da kommt scheint was raus. Das dauert nicht ewig. Allein die Quelle anzuschauen, tut schon gut. Tja, und jetzt gehe ich trotzdem da spazieren, wo die Schildkröte ist. Ach so, aber jetzt kann ich ja direkt bei der Schildkröte parken. Jetzt, wo ich hierher gefahren bin, Google Maps hat nämlich mal wieder gedacht, dass ich in die Ortsmitte will. Das macht Google Maps manchmal. Man klickt irgendwelche Koordinaten außerhalb eines Ortes an, aber Google Maps führt einen zur Ortsmitte. Ich weiß nicht, ob er das macht, wenn er schlechten Empfang hat, oder ob er das grundsätzlich macht. Oder vielleicht ist es, weil ich nicht exakt den gleichen Punkt angeklickt habe, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle. Ich weiß es nicht. So, also wenn ich jetzt zur Schildkröte direkt fahre und so rum und wieder so rum gehe. Allerdings steht dann das Auto die ganze Zeit in der Sonne. Ich stelle mich in Schatten und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte am Abend lieber bei der Schildkröte stehen, dann parke ich um. So. Ich gehe jetzt seit mehr als 2 Wochen wieder täglich mindestens 10.000 Schritte und ja, ich habe das Gefühl, obwohl ich ja immer noch Süßes esse, dass mein Bauch ein bisschen weniger geworden ist. Also, huch, ein Hund, ja hallo, bonjour. Ja, ich weiß nicht, warum Hundebesitzer das immer machen, weil die denken, es kommt sowieso keiner oder so. Wie schaut es in der Pfütze aus? Ganz gut. Da ist nicht weniger Wasser als vor ein paar Tagen. Ja, ich weiß nicht, manche sind halt so. Und dann
entschuldigen die sich auch nicht. Er hat ja nicht mal zurückgegrüßt, oder? Ich habe doch Bonjour gesagt und er hat nur mit seinem Hund geredet. Vielleicht ist es ja auch jemand, der Menschen tiefst misstraut. Trotzdem ist es kein Grund, dass er den Hund nicht zurückruft. Naja, muss ich nicht verstehen. Ich muss es nur akzeptieren, genau. Genauso wie alle anderen Dinge, wie die Hitze oder im Winter Kälte oder dass der eine Parkplatz lauter ist als der andere oder was auch immer. Einfach akzeptieren und dann wieder auf das Positive konzentrieren. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Sagt doch schon der Pumuckl. Mei, das waren noch Zeiten, gell? Da waren noch richtig schöne Kinderfilme früher im Fernsehen. Als das Fernsehen noch was Besonderes war. Da war ich so klein, da durfte ich noch Fernsehen. Ach, alles nur Vergangenheit. Ich glaube, dass es da so zwei richtige Lager gibt in der spirituellen Welt. Die einen, die sagen, Vergangenheit existiert nicht. Es ist nur ein Konstrukt unseres Geistes. Natürlich existiert es nicht jetzt, es ist ja vorbei, aber es hat existiert. Das ist eigentlich meine Meinung. Aber die Frage ist, inwiefern hat es wirklich uns zu dem gemacht, dass wir sind? Und ist dieser Zustand unveränderlich? Erste Frage, ja, zu einem großen Anteil, denke ich mal. Und zweite, nein. Nicht unveränderlich, also sonst wäre ja Therapie nutzlos. Dann sagt aber wiederum die Ecke der spirituellen Welt, die sagt, es existiert keine Vergangenheit, es existiert auch keine Zukunft. Die sagt dann, Therapie braucht es ja nicht. Weil in dem Moment, wo man sagt, es existiert nur das Jetzt, existiert ja die Vergangenheit nicht. Wenn man es schafft, tatsächlich die Gedanken abzuschalten, dann hat man nur die sinnliche Wahrnehmung, die Verbindung mit der Welt um uns rum. Und natürlich, ich meine, wenn da andere Menschen sind, hört man trotzdem noch die anderen Menschen. Und deswegen ist dann trotzdem nicht alles positiv, weil wo Menschen sind, gibt es Diskussionen oder Missverständnisse oder Streit oder Habgier oder was auch immer, Manipulation, aber natürlich nicht nur, also wo andere Menschen sind, kann es einem auch gut gehen, also ich meine, man braucht auch andere Menschen, aber man sollte sozusagen diese ganzen Gedanken darüber eigentlich lassen. Was so ein bisschen unlogisch ist, wenn ich an Eckhart Tolle denke, der sagt, lebe im Hier und Jetzt, also es gibt nur das Jetzt. Die Gedanken sind also nur ein Werkzeug. Und es ist also so, wenn er dann eine Rede hält oder eine Vorlesung oder ein, was wie übersetzt mit Teaching am besten, eine Vorlesung, sagen wir mal, dann ist es nur ein Werkzeug, um ins Hier und Jetzt zu gelangen. Okay. Und eigentlich das wichtigere Werkzeug sind die Pausen. Wenn man es schafft, in den Pausen nicht zu denken, dann ist man im Hier und Jetzt. Also wenn man zum Beispiel nicht denkt, wie lange wird er jetzt da noch sitzen und nichts sagen, wenn man schafft, diesen Gedanken nicht zu haben,
dann hat man eigentlich keine Gedanken. Außer, keine Ahnung, man hat irgendwas gehört und dann denkt man über Geräusche nach oder so. Manchmal geht es ja recht schnell, dass man von irgendwas abgelenkt wird und dann in Gedanken versunken ist. Mein Gott, sind hier viele Fliegen. Jo. Verdammt. So. Na gut, also Gedanken nur als Werkzeug. Und die im Traum. Ich denke, die kann man auch nicht ausschalten, wenn man erleuchtet ist, oder? Die Träume werden einen doch immer verfolgen. Andererseits, ich sehe eigentlich mittlerweile meine Träume als sowas wie ein Pickel oder ein kurzer Schmerz oder, mein Gott, meine Periode oder was weiß ich. Also lästig, aber ja, ist halt so. Ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich gute Herangehensweise, wenn man mal überlegt, wie viele Träume man im Laufe seines Lebens hat, wenn man die nicht so ernst nimmt. Und nicht auch noch versucht, die zu deuten. Kann man natürlich, kann man auch was davon lernen. Aber ich denke mal, wenn man sie nicht deutet, ist es genauso hilfreich, weil man dann nicht noch mehr über Dinge nachdenkt, die eigentlich vorbei sind. Vielleicht muss man so eine Balance finden. Ich meine, wir Menschen neigen immer zum Polarisieren. Wir sagen immer, etwas ist gut oder böse. Aber es ist eigentlich irgendwas zwischendrin. Oder es ist beides. Das ist das, wo Thiel Swan sagt, and consciousness. Das und Bewusstsein. Es ist sowohl das eine wie auch das andere. Zum Beispiel ein anderer Mensch, wie zum Beispiel ein Mörder, sagen wir mal. Sagen wir jetzt nicht gerade ein Massenmörder, aber egal, es kann auch ein Massenmörder sein. Jemand hat 10 Leute umgebracht. So viele Leute würden dann sagen, das ist ein schlechter Mensch. Oder das ist ein Psychopath. Oder manche würden sogar die Todesstrafe empfehlen. Wird ja auch gemacht. In vielen Ländern gibt es das ja noch. Also. Und wenn das nicht, dann gibt es noch die Rache von irgendwelchen Leuten. Und naja, man könnte halt die andere Seite angucken, könnte sich angucken, was hat denn dazu geführt. Ich meine, das machen ja Richter auch. Die gucken dann auch, was war sein Motiv und war das vermeidbar? Ist der überhaupt psychisch gesund? Oder tja, ist der total benebelt? Hat eine Psychose und hat überhaupt keine Urteilskraft. Der weiß gar nicht, dass er was Schlechtes getan hat. Er dachte, er wird getötet und hat sich selbst verteidigt. Zum Beispiel, kann ja auch sein. Das muss man ja genau angucken. Also kann man nicht einfach sagen, so, der ist schlecht. Und selbst wenn der jetzt aus niederen Motiven, meinetwegen aus Eifersucht oder so, diese Leute umgebracht hat, kann es ja trotzdem sein, dass der zum Beispiel ein Spitzenarzt war und Tausenden von Menschen schon das Leben gerettet hat. Ist er dann ein schlechter Mensch? Ich meine, er hat den Eid des Hippokrates verletzt. Ein Arzt sollte niemanden töten. Niemand sollte irgendjemanden töten. Aber ich meine, streng genommen sollten wir auch keine Tiere töten. Wir sind ja auch nur Tiere. Und ich meine, es gibt zwar diesen Spruch in der Bibel, den angeblich Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, gesagt haben soll. Macht euch die Welt untertan. Aber ich denke mal, das ist irgendwo entweder nicht so gemeint oder ich meine, ich
glaube mittlerweile sowieso nicht mehr so genau an so einen Gott, der personifiziert ist oder so und irgendwas aktiv gemacht hat, wie ein Mensch irgendwas machen würde. Sondern ich glaube halt einfach, dass die Energie im Universum, also schon bei der Entstehung gab es irgendeine Energie, die ist auch irgendwo hergekommen, die kann doch nicht aus dem Nichts entstehen, oder? Selbst wenn sie aus dem Nichts entstanden wäre, da ist Energie. Ist es eigentlich immer die gleiche Menge an Energie? Ich meine, wenn sie mal nichts war, dann war sie ja null, dann ist sie ja stark gewachsen. Vielleicht ist es ja auch manchmal weniger und manchmal mehr Energie. Auf jeden Fall, der Arzt hat Leute umgebracht. Das ist halt für uns Menschen schwierig, dass wir dann einfach nur sagen, ja, der ist gut und schlecht oder der ist irgendwas zwischen gut und schlecht. Der ist einerseits gut, andererseits schlecht. Der ist ein guter Arzt gewesen, aber